Hi Leute, ich heiße Susi und ich bin ein Riesenfan von allem aus Asien. Style, Essen, Musik, Filme. Ich dachte, es wäre toll, mein Profil passend zu designen, also will ich noch mehr darüber herausfinden. Eine Sache, die mich wirklich interessiert, ist, was dieses V-Zeichen auf Fotos soll. Und ratet mal, ich habe eine Freundin aus Korea, die mich durch all das coole Zeug führt. Sie heißt Ji-Yun. Das erste, was mir auffiel, war, dass Ji-Yun beim Schreiben viele Wellensymbole benutzt. Ich glaube, die heißen Tilden. Sie nennt mich nie Susi, immer nur Susi Welle. Das hängt sie an so ziemlich jeden Satz an. Sie hat mir erklärt, dass es alles freundlicher machen soll. Und wenn es an einem Namen angehängt wird, zeigt das Zuneigung. Das ist so süß, Welle. Und sie fügen es nicht nur an Sätze an, sondern auch an Emoticons. Wo wir gerade über diese Oldschool-Smiles sprechen, da haben sie ihre ganz eigenen. Wenn du die Emoticons aus Europa oder den USA lesen möchtest, musst du sie um 90 Grad drehen. Ansonsten würdest du in einem Semikolon und einer Schlussklammer kaum ein lächelndes Gesicht erkennen, oder? In Asien musst du dir das Smiley so anschauen, wie es ist. Das macht das Ratespiel etwas schwerer, aber wenn du einige gesehen hast, ist es ganz leicht. Das einfachste sind zwei Einfügezeichen mit einem Unterstrich dazwischen. Damit kannst du herumspielen und weitere Emotionen hinzufügen. Das benutze ich in der Zukunft für Fotobeschreibungen. Ji-Yun hat gesagt, dass man ganz sicher viele Likes unter einem Foto bekommt, wenn man Daumen und Zeigefinger kreuzt. Erst habe ich nicht erkannt, was es bedeutet, aber dann sah ich, dass es das Niedlichste überhaupt ist. Ein kleines Fingerherz. K-Pop hat dabei geholfen, dass es die ganze Welt erobert. Aber angefangen hat der Trend angeblich 2010 mit der Schauspielerin Kim Hee-soo. Als Benedict Cumberbatch 2016 auf Promotour für Doctor Strange ging, versuchte er es auch für die koreanischen Fans. Es erwies sich als schwieriger, als es aussieht. 2018 in Pyeongchang wurden sogar offizielle Fingerherzhandschuhe verkauft. Da frage ich mich, was, wenn das V in Asien genauso wie Fingerherzen für etwas Niedliches steht? Ich komme der Sache näher. Die jüngste Variation des Fingerherzens ist das Chu-Herz. Chu von der koreanischen Girlgroup Luna hat damit angefangen und alle haben es geliebt. Du machst mit beiden Händen einen Kreis und dann beißt du wie in einen Hamburger hinein. Und da ist die Herzform. Ich verstehe, wieso es Bissherz genannt wird. Jetzt habe ich eine Theorie zu dem V-Zeichen. Vielleicht fing das auch mal mit einem Star an. Es gibt viele Fotos von Winston Churchill mit dem Peace-Zeichen. John Lennon und Yoko Ono haben es auch für den Weltfrieden benutzt. Aber wie begann der V-Wahnsinn in Asien? Ich habe ein paar Theorien herausgefunden, aber keine davon enthält Churchill oder Lennon. Die erste besagt, dass es in den 60er Jahren mit dem Baseball-Comic Kyojin no Hoshi, Star of the Giants, und dem Manga Sain wa V, V ist das Zeichen, begann. Der Manga wurde eine Fernsehserie und alle sangen von da an den Victory-Gesang. Einer anderen Theorie zufolge hat der super beliebte Sänger der japanischen Band The Spiders, Yun Inoue, das Ganze begonnen. Der trat 1972 in einem Werbespot für Konica-Kameras auf und hat das V gemacht. Diese Theorie ist die am weitesten verbreitete für den V-Wahnsinn in Japan. Ich denke, das ergibt Sinn. In den 80ern wurden Kameras immer beliebter. Gleichzeitig waren Magazine für Frauen und Mädchen ein Riesenerfolg. Alle kauften diese Hefte und alle wollten so kawaii aussehen wie möglich, das heißt hübsch, so wie die Mädchen von all den Hochglanzseiten. So hat es sich wahrscheinlich über Ostasien verbreitet. Die Magazinmädchen machten V-Zeichen, echte Mädchen kopierten sie. Es hat damit zu tun, wie es dein Gesicht verändert, aber dazu später mehr. Theorie Nummer 3 lautet, dass es mit der amerikanischen Eiskunstläuferin Janet Lynn begann. Die 18-Jährige nahm an den Olympischen Spielen 1972 im japanischen Sapporo teil. Sie hatte viele Fans, sowohl ihr Eiskunstlauf als auch ihr Lächeln waren fantastisch und sie hatte gerade erst 5 US-Meisterschaften hintereinander gewonnen. Alle waren überzeugt, dass sie gewinnen würde, aber ach, das Schicksal. Sie stürzte nach 2 Minuten bei einer Drehung. Es war klar, dass sie kein Gold gewinnen würde. Doch statt mit einem traurigen oder wütenden Gesicht verließ Lynn das Eis lächelnd wie ein Rockstar. Und so gewann sie eine Bronzemedaille und tausende japanischer Herzen. Während ihrer Tour durchs Land, als sie für ihre Fans Hefte mit Peace and Love signierte, machte sie oft das V-Zeichen. Und so wurde es zum Symbol für Gib niemals auf und Du schaffst es.
Natürlich denkt da niemand dran, wenn er oder sie heutzutage die Finger spreizt. Es ist in ganz Asien fast ein Instinkt. Ich kann das verstehen. Ich weiß oft nicht, was ich mit meinen Händen machen soll, wenn jemand ein Foto von mir schießt. Fühle nur ich mich dabei irgendwie komisch? Schreib mir in die Kommentare, ob du dieses Gefühl auch kennst oder du genau weißt, was zu tun ist, wenn es klickt. Wie auch immer, es ist nicht nur eine einfache Lösung für deine Hände, sondern du siehst auch sofort mehr kawaii aus, also hübscher. Wenn du es richtig machst, sieht dein Gesicht auf Bildern kleiner und niedlicher aus. Ich habe Ji-Yun gefragt, wie das funktioniert, und sie meint, der Trick ist, die Finger zum Gesicht zu neigen und das Gesicht nach vorn. Dadurch sieht es dünner aus. Du kannst auch versuchen, dein Gesicht mit den Fingern zu berühren oder sie seitlich deine Augen zu spreizen. Zwinker noch zusätzlich und mach ein Duckface und der Erfolg ist dir sicher. Es ist quasi eine Live-Version von Purikura. Ach, Purikura sind in Japan irre beliebte Fotoautomaten. Du findest sie überall, in Malls, an Wahrzeichen und in Aquarien. Sie legen sofort haufenweise Effekte auf deine Bilder. Du kannst mit Filtern, Farben und Texturen herumexperimentieren. In Spielhallen kannst du echte Kostüme, Perücken und Hasen- oder Katzenohren leihen. Was ich persönlich daran nicht mag, ist, dass es den Körper automatisch verändert, obwohl wir doch alle am schönsten sind, wie wir sind. Aber es ist nun mal beliebt. Es gibt tausende Apps, die Purikura direkt auf deinem Handy installieren. Ji-Yun hat mir noch ein paar mehr Tipps gegeben, wie Fotos in Südostasien funktionieren. So verrückt das auch klingt. Mit wahllosen Dingen machen Fotos mehr Spaß. Zum Beispiel einen Hut auf einem Skistock. Ich weiß, aber es verleiht langweiligen Fotos Würze. Lass deiner Kreativität freien Lauf, schreibe eine lustige Caption und hol dir den Sieg im Likes-Wettbewerb. Falls sich das zu extravagant anhört, mach die Sonne zu dem wahllosen Objekt neben deiner Pose. Spring vor dem Sonnenuntergang hoch, halte sie, beiß hinein, was auch immer geht. In diesem Teil der Welt ist Sonnenuntergang immer Fotozeit. Oder experimentiere mit Schatten. Mache einen Elefanten, ein Häschen, eine Taube, einen Affen oder was auch immer. Oh, fast hätte ich eine weitere wirklich wichtige Regel vergessen, die meine Freundin mir erzählt hat. Achte immer darauf, dass deine Zehen nach innen zeigen. Ich nehme an, dadurch sollen deine Beine schlanker und eleganter aussehen. Du weißt schon, kawaii. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like und teile es mit Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen könnten. Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.